21,60 €. Okay, geht. Willkommen, Frankreich! Nur ein bisschen windig gerade! Yes, ich hab's geschafft, Leute! Hier ist fast niemand, hier ist nur eine Putzfrau. Ja, ich werde heute wieder weiterfahren. Wieder ziemlich viel Autofahren, so wie immer. Hier gibt's eine Toilette und eine Dusche direkt am Strand. Wo ist die Dusche? Schönen guten Morgen, Leute. Wunderschönes Wetter haben wir heute in der Schweiz. Und ich habe relativ gut geschlafen, Alter, muss ich sagen. Auch wenn das Auto ziemlich schräg stand, es ging eigentlich. Kalt war es auch nicht unbedingt. Aber das Wetter ist ja mal richtig beschissen heute. Und ich versuche heute auf jeden Fall aus der Schweiz rauszukommen. Gucken, ob vielleicht in Frankreich besseres Wetter ist. Mal schauen. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall auf die Socken machen und mal gucken, ob ich mich festgefahren habe oder nicht. Hier ist nämlich richtig hohe Wiese und auch Schlamm und so. Gott, ich hoffe, ich komme hier raus. Nee, 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 nee. Endlich haben sich die Wolken verzogen so ein bisschen. Hat aufgehört zu regnen. Und ich bin auch schon eigentlich fast vor Frankreich. Ich bin jetzt, ich glaube, 1,5 Stunden gefahren oder so. Insgesamt haben wir jetzt 740 Kilometer. Es nimmt langsam Form an. Und hier sieht man auch, hinter dem See ist Frankreich. Ist nicht mehr weit. Ich glaube so 30 Kilometer ungefähr. Dann bin ich in Frankreich. So, ich bin jetzt schon eine ganze Weile unterwegs in Frankreich. Und ich habe jetzt bald die 1000 Kilometer geschafft. Ja, jetzt habe ich hier auch so eine schöne Karte bekommen für die Autobahnmaut. Ich glaube, ich muss jetzt gleich mal abfahren, weil ich muss jetzt mal tanken. Und jetzt suche ich hier gleich mal die nächste Abfahrt. Und der Sprit in Frankreich ist richtig teuer. Ich glaube 1,65 oder so habe ich vorhin gelesen. Das ist ganz schön heftig. Also ich schaue mal, wo ich runterfahren kann. So, hier fahre ich jetzt ab. Mal gucken, wie viel ich blechen muss. €21,60. Okay, geht. Ich glaube, ich bin 150 Kilometer gefahren. So, wir haben jetzt kurz eine Pause gemacht. Ein bisschen was gegessen. Und jetzt habe ich mal eingegeben ins Navi, Mautstraßen vermeiden. Und jetzt gucke ich mal, das führt so ein bisschen parallel zur Autobahn anscheinend, die Straße. Ja, ich fahre da jetzt mal lang, guck mal, wie es mir gefällt. Und dann entscheide ich, ob ich da weiter lang fahre oder nicht. Mal gucken. Ich probiere es mal aus. Ja, mittlerweile haben wir schon 22:30 Uhr. Und ich fahre die ganze Zeit schon auf dieser Landstraße lang und hier kommen schon. Und hier kommen ein Kreisverkehr nach den anderen. Ich glaube, ich bin schon durch 40 Stück gefahren, immerzu. Alle 10 Kilometer kommt hier ein Kreisverkehr. Aber allgemein muss ich sagen, ist die Straße echt chillig. Ist kaum Verkehr, also recht entspannt. Und die führt auch relativ parallel zur Autobahn entlang. Man muss halt keine Maut zahlen. Ja, im Durchschnitt fährt man ungefähr so 90 km/h. Ist halt recht entspannt und man braucht ein bisschen mehr Zeit. Aber es ist wirklich schön, hier einfach lang zu tuckern. Ich bin jetzt auch ewig gefahren. Ich habe jetzt schon 1200 Kilometer fast jetzt gefahren insgesamt. Aber jetzt reicht es langsam, ich merke, wie ich müde werde. Und ich suche mir jetzt gleich mal irgendwo einen Platz, wo ich mal anhalte, wo ich mal pennen kann. Ich merke schon, ich bin richtig müde langsam. Ja, ich halte mal jetzt Ausschau. Hier werde ich jetzt pennen die Nacht. Vom Parkplatz. Vorne ist die Hauptstraße. Und es ist schon erstaunlich warm hier, muss ich sagen. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ich habe sogar schon eine Palme gesehen, Leute. Richtig, habe ich mich richtig gefreut. Die ist zwar nicht natürlich hier, aber die stand irgendwo vor so einem Haus oder so. Das war schon ein echt cooles Gefühl. Ich komme langsam immer näher dem Süden und es ist schon richtig warm. Es ist hier schon 20 Grad abends. Sind es hier immer noch 20 Grad, finde ich echt cool. Ich bin jetzt auf jeden Fall richtig müde. Jetzt die letzten 2 Stunden haben ganz schön geschlaucht. Und ich werde jetzt erstmal pennen. Es ist jetzt ungefähr so 22:30 oder so. Oder später. Ja, um 11. Und ich werde mich jetzt ins Bett begeben, denn ich bin hundemüde. Wir sehen uns morgen früh wieder. Also, ciao.
Willkommen Frankreich! Nur ein bisschen windig gerade! Moin Leute, wir haben echt krasses Wetter heute Morgen. Sehr windig, total durchmischt, mega den Sturm und Regen, alles schon gehabt. Ich bin jetzt auch spät aufgestanden, aber es wird Zeit, ich will weiter. Ja, ich werde jetzt weiterziehen. Und zwar wird es heute mal Zeit für eine Dusche. Und ich suche mir jetzt mal eine. Mal gucken, ob ich Erfolg habe. Wenn nicht, habe ich noch einen Plan B. Also lass uns mal loslegen. Alles klar, ich bin bereit. Ich bin jetzt bereit. Also versuchen wir mal unser Glück, eine Dusche hier zu finden in Südfrankreich. Auf geht's. Das ist mein Ziel, Leute. Ich werde jetzt in ein Hotel gehen und versuchen zu duschen, kostenlos. Ja. Wünsch mir Glück, jetzt geht's los. Yes, ich hab's geschafft, Leute. Hier ist fast niemand, hier ist nur eine Putzfrau. Die putzt gerade alles. Ich habe gefragt für 10 Minuten, ob ich schnell duschen kann. Es hat geklappt. Richtig geil, Leute. Jetzt werde ich mir erstmal eine schöne Dusche gönnen. Ich war seit 3 Tagen nicht mehr duschen. Ich stink wie ein Iltis. Und jetzt geht's los, Leute. Ja, Leute, das war meine erste Dusche unterwegs im Hotel. Es war einfach das erste Hotel, was ich jetzt besucht habe. Das hat sofort geklappt, hätte ich gar nicht gedacht. Wenn nicht, dann wäre ich auf jeden Fall noch zu den anderen gefahren, hätte es wieder probiert. Aber es hat geklappt, mega geil. Ich bin frisch geduscht, jetzt kann die Reise weitergehen. Das mit dem Iltis war ein bisschen übertrieben, dass ich stink wie ein Iltis. Ich mache trotzdem immer kleine Katzenwäschen mit Feuchttüchern und so weiter. Das hält einen auch noch angenehm frisch, aber so eine schöne warme Dusche ist doch echt was Herrliches. Ich weiß nicht, ob das hier normal ist in Frankreich, aber die steht da draußen und nimmt die Bestellung auf. Persönlich, mit Regenschirm. Wenn da einer Erfahrung hat, der kann mal was dazu schreiben. Bei McDonald's bin ich, ne? On the road again. Ich bin wieder auf der Straße und schaut mal, 1260 Kilometer. Ja, ich werde heute wieder weiterfahren, wieder ziemlich viel Auto fahren, so wie immer. Ja, mein nächstes Ziel, Etappenziel ist eigentlich Barcelona. Das sind jetzt noch 400 Kilometer. Das werde ich heute aber nicht am Stück fahren, glaube ich. Ne, ich glaube nicht. Navi sagt noch 6 Stunden Fahrt, ich fahre ja Landstraße. Und mal gucken, wie weit ich fahre. Ich glaube, ich werde kurz vor der spanischen Grenze wahrscheinlich einen Stopp machen und da vielleicht nochmal übernachten. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was ich hier großartig filmen soll, weil ich fahre eigentlich den ganzen Tag nur hier die Straße lang. Ja. Mal gucken, wann was Interessantes wieder gibt. Dann sprechen müssen wir wieder. Endlich, Leute, endlich ist der Regen weg und wir haben richtig schönes Wetter. 23 Grad hier, Südfrankreich. Ich glaube, es sind nur 50 Kilometer bis zur Grenze, zur spanischen. Dann gucken wir, was ich gefunden habe. Rosmarin. Oh, das duftet so geil, ne, Leute. Hier draußen, das riecht wie im Kräuterladen. Weil überall wieder diese Kräuter wachsen. Ich fühle mich gleich wieder in Kroatien. Oh, richtig herrlich. Das ist echt verdammt schön hier. Endlich, es wurde auch endlich mal Zeit. Der gestrige Tag war echt für den Arsch. Da habe ich auch fast gar nichts gefilmt. Da bin ich eigentlich den ganzen Tag nur vor mir hingetuckert und den ganzen Tag war nur Regen und Sturm und Grau. Und heute eigentlich auch bis jetzt, so einer halben Stunde oder so. Jetzt ist auf einmal wolkenloser Himmel, wunderschönes Wetter. Richtig cool. Und ich gucke mal, ob die jetzt hier diese Bar auf hat oder was das ist. Restaurant. Wird man, glaube ich, ein Bier trinken. Das erste auf meiner Reise. Und ja, ich weiß noch nicht, ob ich heute direkt nach Spanien fahre. Also kurz vor der Grenze, noch in Frankreich, da ist man auch schon am Meer. Und ich denke, da fahre ich heute noch hin und dort werde ich den Abend verbringen. Mal schauen. Okay, der Laden macht erst um 18 Uhr noch was auf. So lange warte ich nicht.
Ich setze mich einfach ins Auto und werde weiterfahren. Mal schauen, ob ich es heute noch bis zum Meer schaffe. Dann suche ich mir noch einen schönen Platz heute Abend und werde den Tag noch genießen. Leute, ich hab's geschafft. Endlich sehe ich das Meer. Es ist richtig schön windig. Ich bin jetzt in Perpignan. Keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. Sind auf jeden Fall nah an der Grenze zu Spanien. Und da stehe ich. Gleich da vorne, quasi direkt am Strand. Und hier ist endlich das Meer. Hier werde ich heute Nacht übernachten. Und hier auch richtig cool, hier gibt es eine Toilette und eine Dusche direkt am Strand. Perfekt. Wo ist die Dusche? Ach, hier ist die Dusche. Hier ist die Dusche, genau. Und eine Toilette, richtig cool. Und die Wellen sind richtig hoch hier, meine Fresse. Ja, so sieht es jetzt aus. Hier werde ich jetzt die Nacht schlafen am Strand. Ich frage mich, wieso ich hier der Einzige bin. Kein anderer da. Ich habe noch so einen Schweizer gerade getroffen, als es noch hell war, als ich hier angekommen bin. Der meinte, es ist kein Problem, hier zu stehen. Und ja, hier werde ich die Nacht verbringen. Wieso ist das so fucking dunkel? Warum zur Hölle ist das so dunkel? Ja, Leute, ich liege jetzt hier in meinem Auto. Und ich glaube, man hört es auch, die Windgeräusche sind ganz schön heftig. Hier ist richtig was los draußen, richtig windig. Ja, und ich mache heute jetzt gar nichts mehr. Heute werde ich auch mal ein bisschen früher schlafen gehen, damit ich morgen früher losfahren kann. Weil sonst bin ich immer so um 10 Uhr aufgestanden, viel zu spät. Ich versuche mal, dass ich morgen so um 8 Uhr hier losfahre nach Barcelona. Ja, und jetzt werde ich hier noch mein Logbuch eintragen hier. Ich habe so ein kleines Notizbuch. Da schreibe ich immer jede Nacht rein oder jeden Tag rein, mit denen ich im Auto unterwegs war, was mir so passiert ist. Und ja, heute zum Beispiel, das habt ihr gar nicht gesehen, ich war ja heute Morgen duschen gewesen in dem Hotel. Und dann frisch geduscht kam ich so raus wie der glücklichste Mensch und setze mich im Auto und fahre weiter. Und ich habe ja diesen Apfelsaft gekauft, diesen Apfelmost. Und ich weiß nicht, ob da Kohlensäure drauf ist oder nicht, aber das Zeug gärt anscheinend so. Dann bin ich am Fahren. Und will da mir einen Schluck von gönnen, mach so auf und es zischt richtig krass. Und denke, ja, wieso zischt das so doll, was ist da los? Und auf einmal kommt mir das ganze Zeug ins Gesicht geschossen. Und ich war komplett voll mit Apfelsaft, gleich nach der Dusche, gleich wieder komplett eingesaut. Da musste ich erstmal rechts ranfahren, meine Klamotten wechseln. Ja, das war auf jeden Fall eine lustige Sache heute. Also schreibe ich immer jeden Tag mein Buch hier ein bisschen was rein, was ich erlebt habe. Ja, jetzt gucke ich mal, dass ich noch ein bisschen Musik hier in Gange bekomme. Und dann war es erstmal, würde ich sagen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ich mich auf dem Weg nach Barcelona mache. Ja, ich werde jetzt schlafen gehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, Leute. Und ciao.